Und heute gibt es eine V-Bucks-Mission. Sehr nice. Die ist sogar in Plankarton. Das ist aber auch nicht so eine schwere. Das die, hier ist die. Repariere den Schutzbunker. 30 V-Bucks. Klar noch, geht klar. Wenigstens haben wir eine V-Bucks-Mission. Tauchen immer alle 2 bzw. 3 Tage auf. Bald haben wir es geschafft. Noch 2 Wochen. Dann geht die neue Unterfangs-Season los und dann kriegen wir dann wirklich. Dann kommt nur noch Miniboss-Alarme, also viele Minibosse kommen dann wieder. Und das ist dann auch die Zeit, wo wir dann auch wieder 4 V-Bucks-Missionen bekommen. Ich muss sagen, das sind so die besten Unterfangen. Hexavanien ist es und wie heißt das jetzt? Das nächste, was kommt? Sturm, Chromhüllen, genau. Das mit Chromhüllen ist das dann. Das ist der Miniboss in der Chromhülle. Die kann man dann aber auch nur besiegen, wenn du Feuer- oder Wasserwaffen hast. Ansonsten würde das 6 bis 7 Mal dauern, wenn du die immer wieder eliminierst und die steigt auf, dann hast du die einfach besiegt.